Das sieht gar nicht so schlecht aus für den Titel. Ja, wir haben Großes vor für den Katalog 2012. Das wird so eine richtig dicke Touratec-Bibel, weil wir Streetline und Adventure und Timeless zusammenlegen wollen. Und jetzt sind wir hier in Ligurien, um diese beiden Shootings zu machen, Streetline, Adventure. Und ich hoffe, dass wir in dieser tollen Gegend richtig gute Fotos hinkriegen. Wir sind den ersten Tag unterwegs mit den Straßenmotorrädern für den Katalog 2012. Ramona hat es kurz angedeutet, wir bringen beide Kataloge oder genauer gesagt alle drei Kataloge, Streetline, Adventure und Timeless, in einen Katalog mit über 1700 Seiten, ich glaube 1742. Wir haben von Husqvarna zwei 900er Nuda bekommen. Ich habe heute Morgen mal die Nuda R ausprobiert. Wir machen zu viele Bilder, wir drehen zu viel und wir fahren zu wenig. Sonst macht das Ding einen Höllenspaß und die ersten Teile dafür haben wir auch schon. Do you know me? Lilo Di Franco. YouTube, I remember, gelateria I remember. Italian television 20 miglia, Climb TV 20 miglia television. Thank you for... Also eine der Schwierigkeiten ist halt, dass die Motorräder in der richtigen Formation fahren müssen und auch im richtigen Abstand. Und umso mehr Motorräder halt mit dabei sind beim Shooting, umso schwieriger wird natürlich die Koordination des Ganzen. Und ein schwieriger Aspekt ist die Lichtverhältnisse und wechselnde Wetterverhältnisse, wobei wir bei dem Shooting bisher Glück gehabt haben. Das ist für mich zu langsam. Fürs Foto ist das ganz okay, je nachdem, wie viel Bewegung man am Motorrad braucht. Aber auf dem Film sieht es natürlich Senilotech aus. Ich fahre die Nuda, das ist die Straßenversion, also nicht die R-Version, die wir dabei haben. Wir haben sie schon mit ein paar Artikeln von uns ausgestattet. Sehr, sehr handliches Motorrad und perfekt für die Berge hier geeignet, fährt sich super. Die 1200R ist eigentlich ideal hier in der Gegend. Sie ist sehr handlich und man kann auch mal umdrehen, ohne dass man groß rangieren muss. Lässt sich auch mal notfalls leicht schieben und trotzdem angebauten Zubehör baut das Motorrad eigentlich recht schmal. Man kommt auch noch überall durch, ja, an Felsvorsprüngen vorbei, um die Leitplanken rum und stößt nicht irgendwo an.
war schon immer so, dass wir eigentlich unsere gesamten Fotos für den Katalog selbst gemacht haben. Wir haben ein kleines Fotostudio in Niedereschach, aber so die ganzen Fahraufnahmen, alles haben wir beim Einsatz gemacht. Und jetzt machen wir es sogar so, dass wir Leute aus dem Product Management, aus dem Vertrieb, aus allen Bereichen von Touratech mitnehmen, dass sie auch wirklich das fühlen, was sie machen, dass da einfach noch mehr Know-how in die Firma wieder reinkommt von dem Einsatz, den wir hier ja wirklich live machen. Wir fahren zwar viel hin und her, aber trotzdem, wir setzen die Sachen so ein, wie sie gedacht sind.